Ich hatte meine erste Schlafparalyse und ich möchte euch davon erzählen. Es ist vor einem Jahr ungefähr passiert. Ich hatte sehr viel Stress in meiner Berufsschule und zu Hause war es leider auch nicht besser. In der Berufsschule folgte eine Schulaufgabe nach der anderen. Man kam mit dem Lernen überhaupt nicht mehr hinterher, kam schon die nächste. Zu Hause hatte ich auch Probleme. Meine Eltern stressten total rum. Ich soll mir doch eine richtige Ausbildung suchen. Und nicht die eines Bäckers. Aber es war mein Traum, Bäcker zu werden und vielleicht später mal eine gute Konditorschule zu besuchen und an Kunstausstellungen für Schokolade oder Kuchen teilzunehmen. Naja, die Eltern verstehen das irgendwie nicht. Obwohl es mein Traum ist. Dann habe ich noch ein anderes Problem. Ich habe mir ein Auto geleast und kann mir gerade die Rate nicht leisten. Und deshalb steht gerne der Gerichtsvollzieher vor meiner Tür. Wenn man Probleme hat, dann eben richtig. Und jeder will ständig was von einem. Um mich vor alledem abzulenken, gucke ich täglich Creepypasta Punch auf YouTube. Es lenkte mich von meinen Problemen ab. Und als er das Video über Schlafparalyse machte, glaubte ich erst so gar nicht daran. Klar, es gibt sicherlich viele Menschen, die sowas haben. Aber wenn man selbst nie eine hat, denkt man ja bestimmt fake. Ihr kennt das sicherlich. Ich hatte das Gefühl, mir wächst alles über den Kopf. Irgendwie ging alles schief, was nur schief gehen kann. Manchmal weinte ich mich deshalb in den Schlaf. Es war die einzige Zeit, wo ich einfach meine Ruhe hatte. Die Nacht war meine Ruhe. Und dort konnte ich über alles nachdenken und auch weinen, ohne dass es jemand sieht. Eines Abends, als ich wieder von einem mega stressigen Tag endlich ins Bett ging und froh war, dass es endlich Nacht war, legte ich mich erleichtert in mein Bett und guckte aus meinem Fenster. Ich sah die Sterne am Himmel und den großen Mond, der in mein Zimmer leuchtete. Ich dachte darüber nach, was, wenn ich die nächste Rate für mein Auto nicht habe? Oder was ist, wenn ich beim nächsten Mathe-Test wieder durchfalle? Dann schaffe ich meine Gesellenprüfung nicht, was dann? Ich steckte mir Kopfhörer ins Ohr und hörte meine Lieblingsmusik. Und auch da weinte ich wieder. Ich war fix und fertig. Nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich endlich eingeschlafen, dachte ich zumindest. Um 2.50 Uhr wachte ich allerdings auf, weil ich irgendwie merkte, dass jemand meine Türe öffnete. Ich merkte den Durchzug, wie er in mein Zimmer kam. Aber das Schlimmste, ich konnte mich nicht bewegen. Es war, als wäre ich gelähmt. Ich konnte zwar sehen, was passiert ist, aber nichts tun. Nicht mal meine Augen konnte ich schließen. Verdammt! Was zur Hölle ist los mit mir? Ich dachte innerlich einen kurzen Augenblick nach. Was hat Creepypasta Punch nochmal gesagt? Schlafparalyse? Ich werfe den Gedanken schnell weg. Das kann nicht sein. Plötzlich guckte mich eine fratzenähnliche Gestalt durchs Fenster an. Sie hatte riesige Glubschaugen und guckte starr in mein Zimmer. Okay. Langsam werde ich einfach nur verrückt. Das ist nicht echt. Ich versuchte, meinen Arm zu heben, aber es war immer noch wie festgeklebt. Ich konnte nichts machen. Diese Fratze glotzt mich die ganze Zeit an. Ich habe wirklich Angst. Ist das ein Mensch? Wohl eher kaum. Wer hat so ein Gesicht und diese Augen? Echt gruselig. Er verschwand plötzlich von meinem Fenster und ich dachte, es ist zum Glück vorbei.
Ich hörte allerdings die Haustüre und etwas, das die Treppen hochgeht. Es wurde sehr kalt in meinem Zimmer und plötzlich stand etwas vor mir, eine Gestalt, die ich nicht erkennen kann. Ich versuchte zu schreien, aber so sehr ich mich auch bemühte, es geht nicht. Ich hoffte nur innerlich, dass alles schnell vorbeigeht. Diese Gestalt beugte sich immer weiter zu mir, aber plötzlich verschwand sie und alles war wieder normal. Ich konnte mich wieder bewegen und bin sofort aufgestanden und ins Badezimmer gerannt, hab mein Gesicht gewaschen und erstmal aufgeatmet. Für alle, die denken, es sei fake. Nein, das ist es nicht. Es ist echt. Ich hatte wirklich Angst.